Kultur muss einfach für alle da sein und es muss so vermittelt werden, dass es wirklich für jeden einen Einstiegspunkt gibt und einen Anknüpfungspunkt. Und ich finde, da ist der Humor einfach ein absolutes Schmiermittel. Und wenn man es geschafft hat, bei einer Moderation das Publikum so ein-, zweimal so richtig zum Lachen zu bringen, dann ist das für mich immer ein kleines Erfolgserlebnis. Graf Eneck hat schon was ziemlich Überwältigendes, aber im absolut positiven Sinn. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal auf dem Gelände vorgefahren bin, beziehungsweise angekommen bin, und dann öffnet sich dieses Tor und man sieht einfach diese Weitläufigkeit und diese wunderbare Natur und links dann den Wolkenturm, rechts das Hauptgebäude, die Reitschule, dann im Hintergrund das Schloss. Also man ist einfach vom Hocker gehauen von den vielen optischen Eindrücken. Und man braucht auch eine Zeit lang, bis man das alles erkundet und sich auch ergeht, weil man ist hier auch ziemlich viel zu Fuß unterwegs. Aber es ist nie so, dass ich hier war, und ich war schon oft hier und habe noch nichts Neues entdeckt. Die Rahmenbedingungen finde ich sehr wichtig, obwohl es natürlich schon auch in gewisser Weise zur Professionalität gehört, unter jeder Bedingung zu performen. Aber man macht es natürlich umso lieber, wenn die Rahmenbedingungen so schön sind wie hier. Also erstens natürlich örtlich, aber was mir von Anfang an sofort aufgefallen ist, ist die Herzlichkeit, mit der man hier als auf der Bühne stehender sämtlicher Sorte empfangen wird. Meine Verbindung zu Graf Eneck hat das schon intensiviert, denn bekanntlich gibt es ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ich finde, sie haben beim ersten Eindruck schon ziemlich viel richtig gemacht. Als ich dann vor, ich glaube, 3 Jahren war es das erste Mal, dieses Angebot bekommen habe, die Übertragung der Sommernachtsgala für ORF2 zu moderieren, war ich total glücklich, weil das ist natürlich eine der schönsten Konzertmoderationen, die man machen kann. Und ich freue mich jedes Jahr wirklich wahnsinnig auf Graf Eneck und auf diese spezielle Moderation. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass man ja durch die viele Recherche und durch die intensive Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Themen an sehr viele Informationen kommt. Natürlich hat man schon so einen Basis-Grundstock an Wissen, aber durch jede Vertiefung für Veranstaltungen, für Sendungen, für Einführungsvorträge erweitert man dieses Wissensmosaik immer noch um ein paar Teilchen. Und das, was, finde ich, den Job der Vermittlung ausmacht, ist, dass man für das Publikum das extrahiert, was in dem Moment relevant und interessant ist. Und das ist meiner Meinung nach nie alles, was man weiß, aber die Kunst ist, das Spannende rauszufiltern und das dann dramaturgisch so zu verpacken, dass es auch für den Zuschauer eine gut konsumierbare Information ist. Ich bin selbst schon sehr gespannt auf den Frauentag in Graf Eneck am 1. September und ich freue mich wahnsinnig, dadurch das vielfältige Programm führen zu dürfen, denn es wird da ganz viel zu erleben geben. Also es wird Stationen geben, es wird eine Designerin wird kommen, Jennifer Mileder, und ihre Kollektionen vorstellen. Es wird ein Konzert des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters geben. Es wird aber auch eine Keynote geben von meiner Kollegin Marie Lang, die sich ja mit ihrem Podcast Frauenfragen einen Namen gemacht hat, den ich persönlich auch sehr spannend finde. Und ich freue mich einfach sehr, da so als Bindeglied zwischen der Veranstaltung, dem Ort und dem Publikum fungieren zu dürfen. Zum Thema Gleichberechtigung im Kulturbetrieb oder auch zum Thema Komponistinnen sichtbar machen, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits denke ich, wenn man immer wieder darauf hinweist, auf ein Manko und dann Sondersendungen zum Thema Frauen, die komponieren und so weiter macht, dann wird dieser Sonderstatus in gewisser Weise immer weiter zementiert. Also ich würde es am besten finden, das so natürlich wie möglich einfließen zu lassen. Und das Ziel ist natürlich, dass es irgendwann gar keine Diskussion mehr sein wird, ob jemand ein Mann, eine Frau, eine Transperson, was auch immer ist. Es muss einfach das Werk und die Musik zählen und die Performance und nicht das Geschlecht. Ich glaube aber, dass es bis dahin noch einen sehr weiten Weg zu gehen gibt. Und ich glaube, dass es eine Verantwortung von Kulturinstitutionen ist, Frauen da auch den Weg zu ebnen. Ich denke, mein Platz ist genau dort, wo er sein soll, nämlich normalerweise, als sie die Fragen stellt. Denn wer fragt, der führt. Und ich finde es viel einfacher, sich im Vorfeld in Ruhe vorzubereiten und auf die Person und das Projekt maßgeschneiderte Fragen zu entwickeln und diese dann zu stellen. Denn die Hauptarbeit bei solchen Interviews, und das merke ich gerade auch, macht eigentlich der Interviewte. Das ist mal hin und wieder ein interessanter Perspektivenwechsel, aber generell bin ich lieber auf der anderen Seite.